Da strahlen die Augen bei den Großen und Kleinen, wenn der Weihnachtsmann kommt und Geschenke bringt. Im prall gefüllten Geschenkesack sind jede Menge Überraschungen, angefangen von süßen Leckereien bis hin zum Gutschein für das Geibelt Bad Pirna. Am 3. Dezember hatten die Volksbank Pirna gemeinsam mit der Partei Die Linke und der Volkssolidarität zur offenen sozialen Weihnachtsfeier auf den Sonnenstein geladen. In den Räumen der Gauss-Oberschule gab es Überraschungen für alle Kinder, die es sonst nicht so leicht in ihrem Alltag haben. Naja, Weihnachten ist ja sozusagen das Fest der Liebe, Solidarität und so ein bestimmte Sachen spielen eine Rolle, an die man sich irgendwie auch gerne erinnert, vielleicht auch so ein Stück weit die eigene Kindheit. Und daraus fanden wir, ist es eigentlich eine schöne Idee, eine Weihnachtsfeier zu bauen, wo man die Sachen ein Stück zurückgibt, an die man sich selbst vielleicht so gerne erinnert. So, also die Wärme von Weihnachten, ja, und eben das, dass man anderen was gibt, dass man ein friedliches Fest wünscht. Und es passt sozusagen für alle drei, die daran beteiligt sind, also die Volksbank, die Volkssolidarität und die Linke. Natürlich haben sich die kleinen Gäste am meisten auf den Weihnachtsmann gefreut. Zum Programm zählte aber auch eine große Bastelstraße. Vanessa Schuster aus Pirna ist hier in ihrem Element. Sie verrät, was ihr am besten gefällt. Dass der Weihnachtsmann hier ist und dass man hier alles umsonst machen kann. Und mir gefällt das Basteln sehr schön. Und dabei können geschickte Hände allerhand zaubern. Kleine Engel oder Fensterbilder werden hier gebastelt, aber auch Sterne geschnitten und gefaltet. Die Ergebnisse können sich sehen lassen und schmücken sicherlich demnächst die Wohnungen von Freunden und Familie. Auch die Eltern wissen Angebote wie die soziale Weihnachtsfeier sehr zu schätzen. Also ich halte es allgemein für besonders wichtig, gerade Weihnachten, weil Weihnachten natürlich auch sehr viele Leute zusammenführt und nochmal aufzeigt, was wirklich wichtig ist im Leben. Und deswegen finde ich das natürlich angemessen, das zu veranstalten. Das soziale Engagement ist für alle Beteiligten ein großes Anliegen. Gerade in der Weihnachtszeit lächeln und Freude zu schenken und mit kleinen Dingen etwas Großes zu bewirken. Es ist schon immer so gewesen, dass es in der Gesellschaft unterschiedlich starke Schichten gibt. Wichtig ist, dass denen es gut geht, dass die sich natürlich mit einsetzen für die, denen es zurzeit oder denen es nicht ganz so gut geht. Und ich glaube, da haben wir aber hier in Pirna eine sehr, sehr gute Mischung, was auch zu so einem gesellschaftlichen guten Gesamtgefüge beiträgt. Besinnliches Zusammensein bei Tee, Kakao und Stollen lassen weihnachtliche Stimmung aufkommen und vollenden diesen Nachmittag. Ganz gemütlich und genau so, wie man es sich zu Weihnachten eben vorstellt.